Hallo zu einem fantastischen neuen Teil von Trine 5 mit der grippekranken Magier und der leicht euphorischen und HB-mäßigen Bogenschützin. Die beide nicht wissen, was sie eigentlich tun sollen hier. So, ich gehe jetzt runter. Ich kann nicht da festhalten. Ich kann nicht tauchen. Ich kann nicht mehr schwimmen. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Trockene zu kommen. Ach, jetzt endlich. Also hier ist ein Weg, wo ich gerade bin. Okay, unten ist nichts. Ja, dann müssen wir dahin, wo ich bin. Okay, komm mit. Hol Luft erstmal. Nein, ich hol keine Luft. Ist ja langweilig. So. RT, ich kann das Ding nicht drehen. Wieso kann ich das Ding nicht drehen? Weil ich kannst du hier was drauf machen? Mach mal was an diesem Zahnrad dran. Kannst du was dran machen? Aua! An das Zahnrad. Nein! Oh, Alter. Du sollst da drauf gehen. Was ist das jetzt hier für eine Aktion? So, kann ich mich da jetzt mal draufstellen, damit ich zaubern kann? So. Das Zahnrad, das kann ich bewegen, theoretisch, irgendwo hin. Na, wo der Punkt ist. Ach so, da. Nö. Nee. Dahinter musst du das machen. Dahinter. Du bist im Vordergrund, du musst es dahinter machen. Ja, wie soll ich denn dahinter kommen, du Schlauberger? Ich habe hier nur eine Ebene. Versuch mal, das Ding rauszuziehen hier, wo ich bin. Ah, okay. Moment, mach das nochmal. Ja, ja, nein, nein. Oh. Das Wasser wird abgepumpt. Ah, okay. Jetzt werden wir nie wieder zurückkommen, weil wir nicht mehr da hochkommen. Warte mal, hier rechts dran konnte sich nur festhalten eben, oder? Oder müssen wir da hoch? Das war eben nur für dich zum Festhalten. Ja. Sieht so aus. Das war ein bisschen tief. Moment, jetzt sind wir wieder oben. Ach, wir können ja rechts aber weiter. Hi. Schatzi? Kavusch. Der EP spielt tote Bogenschützin. Was denn? Ich glaube, ich komm. Ja, ich habe noch einen Geheimgang gefunden, aber du kommst ja nicht mit. Ich habe doch gerade noch wo du bist. Ich bin in den Fahrstuhl reingegangen, aber da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Ja, dann bleibe ich lieber hier oben. Ich habe schon einen Speicherpunkt hier oben gemacht. Aber eigentlich musste er wieder hochkommen. Weil alles andere wäre ja unlogisch. Soll ich da jetzt runterspringen? Oder soll ich hier oben bleiben? Ich mag keine Entscheidung. Ich bin Zauberer. Ja, so komme ich hier nicht mehr hoch, ne? Keine Ahnung. Also soll ich runterkommen, oder? Nee, weiß ich nicht. Oder sterben kann ich aber hier auch nicht. Ja, dann muss ich ja runterkommen. Ist also komm hoch hier, wenn der Luft, mach mal eins, mach mal vor das Ding einen Kasten hier. Kannst du da einen Kasten rechts vor das machen? Rechts? Und ich friere das ein, warte, warte. Ja, tu weg. Nee, das geht nicht. Wir müssen. Scheiße, wie machen wir das denn? Ja, aber du musst. Nee, halt immer so fest. Komm denn jetzt da rauf? Komm ich denn da ganz hoch? Hä? Kannst du nicht was da drauflegen auf das Ding? Du kannst doch die Plattform auf den Strom legen. Leg mal die Plattform auf dieses Ding hier. Auf das untere. Warte mal, hä? Den oben kannst du erstmal. Hä? Bleibt der stehen? Irgendwie ja.
Ja, dann machen wir den Plattform. Nein, da wo du jetzt bist, da muss eine Plattform drauf. Ach, dann, oh, wieso kann ich den jetzt nicht bewegen? Jetzt. Ja. Ja. Oh! Und dann? Komm! Ich darf aufmachen. Der ist für mich. Er sagt zu mir, ich darf den aufmachen. Und dann sagt er so voll gierig, der ist für mich. Kleiner, mieser Penner, du. Das aber muss man aber trotzdem dachte, man den Weg kommt hier oben wieder raus. Man kommt nicht mehr zurück. Ach doch, mit dir komme ich da unten runter. Warte. Hier kann ich nicht tauchen, ne? Es ist nur so wenig. Also ich tauche hier. Ich nicht. Mach mal was hin. Ich weiß nicht, was du für Probleme hast. Wir kamen doch gut hier durch. Ja, du hättest auch mal wechseln können, einfach auf mich. Warum sollte ich? Hier unten ist was. Boom. Nein, Alter! Oh! Das war Mac! Blinde Passagierentonne! Ja, ich weiß euch alle Platz. Okay. Wie bin ich jetzt der Zauberer? Ich war gerade noch der Typ mit dem Schwert, Mann. Was ist jetzt los? Was ist das für ein Scheiß? Ja, dann kann ich stehen bleiben. Mit dem kann ich nicht kämpfen. Dann nimm jetzt den anderen. Ich bin tot. Ich auch. Hallo, nimm doch den anderen. Ich war ja die ganze Zeit der andere. Nein, war nicht, war ja der andere. Warum ich dann dieser scheiß Zauberer war, weiß ich auch nicht. Mit dem kann man nicht kämpfen. Ja, da hinten war doch gerade. Was soll das denn? Wieso kommt die jetzt wieder? Das erklärt aber, warum ich die gehört habe. Was ist denn hier? Wo ist der hin? Hier müssen wir irgendwas machen. Aber es. Ich hab geschossen. Kann einer von euch dieses Unterwasserschiff steuern? Das steht nicht wirklich im Lehrplan der Astralakademie. Aber ich setze keinen Fuß in diese Blechdose. Aua, sieht gefährlich aus. Ich hab dir nur das Ding dahin geworfen. Du wolltest mir ja keinen Weg dahin machen. Ja, nimm sie. Du kannst dann hochseilen dich. Nimm sie. Nein. Jetzt sind die auch noch da unten drauf, das war so gut. Warte mal. Was soll das denn? So kann ich den nicht festhalten. Du musst schon springen. Wo drauf? Ja, auf das Ding links. Opa. Das war natürlich jetzt scheiße. Du bist viel zu weit weg. Warte mal, über dir. Kannst du das frei machen? Wo? Weil da ist irgendwas am Leuchten. Ich weiß nicht, ob du das... Ja, kannst du. Ja, aber das Problem ist, ich komme hier nicht hoch. Man kommt da nicht hin, das ist fließendes Wasser. Ja und, hat es noch nie gestört. Oh, oder in dem Fall vielleicht doch. Ja. Ich komme nicht hin. So. Nee. Kannst du den Scheiß unter den mal nach unten hin machen? Nein, jetzt ist alles für den Arsch. Nein, jetzt geht's halt.
Schrottplatz. Jetzt komm du mal hoch. Warte mal, ich glaube, ich weiß. Kannst du das Ding einfrieren? Nee, von. Nee, friert nicht ein. Aber es bleibt doch. Nee, es bleibt nicht so. Ja. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht beißt sich das da fest oder so, aber. Kannst du oben irgendwas sehen, wenn du springst, dass du da vielleicht irgendwo gegen. Nein, ich muss diesen scheiß Seil loskriegen, aber ich habe keinen Winkel, der das macht. Weil du müsstest ja nicht hier hochkommen mit. Ja, das Problem ist wie? Ach, kannst du nicht das Wasser als Eis einfrieren? Nein, es fließendes Wasser. Wie oft soll ich das noch sagen? Problem ist, wenn ich loslasse, rollt das Ding halt wieder runter. Kannst du mal weiter hier hochkommen mit dem Ding? Okay. Warum ist das jetzt ab? So geht's auch. Komm da mal nicht. Boah, ja, natürlich kann ich das jetzt nicht machen, weil ich dann die ganze Zeit runterfließe. Warte mal, kann ich denn hier irgendwas machen? Was war das gerade? Hä, warte mal. Wieso ging das jetzt mit mir da dran? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Find ist, dass wir das Ding gar nicht brauchen oder so. Aber anscheinend kannst du das ja auch nirgendwo. Kannst du dir Stachelteil irgendwie in so einen Fels reinrammen oder geht das auch nicht? Ja, das habe ich ja schon versucht, aber das bleibt hier irgendwie nirgendwo hängen. Kannst du noch nicht mal da oben hinstellen, weil dann rollt das runter. Oh, also ich denke mal, das Stachelteil muss schon da oben drauf, weil das blockiert das auf jeden Fall, dass es nicht runterrollen kann. Ja, wenn das so schräg ist, meinst du jetzt? Hallo, du sollst drauf stehen bleiben. Das war jetzt nicht so geplant. Das wollte ich eigentlich versuchen. Ja. Kann ich es nicht mehr halten, wenn du. Ich könnte. Aber das hilft uns halt nur bedingt. Das wäre dann nur für hier vorne. Komm mal rein. Was soll ich machen? Na, warte mal. Oh. Hä? Ja, so nicht. Ja, dann kannst du das nächste noch da drauflegen. Leg mal die andere oben drauf. Die Platte. Kann ich nicht, weil ich da drauf stehe. Ja, dann geh runter.
Was soll uns das jetzt bringen? Nein! Oh, nee. Jetzt hat die das dann runtergeworfen. Mann, genau deswegen sollst du da nicht runterschieben, sondern draufstehen. Ich hab nicht geschoben, ich bin darauf gefahren. Ja, hab ich gesehen. Alter, beweg das Ding bloß nicht. Ja, aber sobald wir hochgehen, schiebt er das weg, komischerweise. Ja, nicht, wenn du drauf stehst. Ja, ich stand ja drauf. Aber das löst immer noch nicht unser Problem. Kannst du noch eins machen oder kannst du nur zwei machen? Nur zwei. Kannst du die Kugel noch holen? Okay, also warte mal, das wird... Achso, rechts ist aber nichts, ne? Was will ich machen? Mann! Das ist doch jetzt, da komme ich nicht hin, Mann. Was denn? Hä? Was ist jetzt? Ich krieg dieses scheiß Ding da oben nicht weg. Keine Ahnung. Ich krieg den Winkel nicht hin, dass ich das da hochschießen kann. Du kannst auch nicht durch das Gelbe durchschießen. Nein! Weil es war ja eigentlich dafür gedacht, dass wir hochspringen können. Aber es bringt uns natürlich auch nichts. Du hattest eben das Schwert optimal, aber da hast du es ja weggemacht, da kam ich nicht mehr hin. Ja klar, hab ich das weggemacht. Von da aus können wir da nicht springen. Die Frage ist, bis wo geht das? Reicht das nicht, wenn du oben die Kante gerade rüber schießt? Ah, scheiße. Falsche Taste. Was ist denn? Kannst du hier irgendwie mitarbeiten, dass wir das hier variieren? Warte mal. Nein, lass uns mal stehen. Oder muss ich links draufstehen, dass das nach rechts reflektiert wird? Das sah jetzt eigentlich schon ganz gut aus, klar. Dann wurde es ganz nach oben gemacht, dass da ging es zumindest auf die andere Seite. Ja, es geht auf die andere Seite, aber es geht nicht auf den Winkel. Es muss ja senkrecht nach unten gehen, damit dieser Scheiß... Müsste ich irgendwo da oben links stehen, damit ich das ablenken kann. Geh mal ein Stück weiter hoch mit dem Typ da bitte. Dass er mehr auf der Plattform noch ist. Und nach vorne. Stopp! Nee, ich dachte hier dran, ob man das so irgendwie ablenken kann. Ja, aber... Warte mal. Nee. Stell dich noch mal hier, stell dich mal bitte hier hin und halt mal das Schild nach oben. Hier so? Ja. Ja, oder weiter rechts, ich weiß ja nicht. Oder was ist, wenn ich jetzt mit dir nach ganz rechts gehe und du schießt ein bisschen nach links? Nach oben links. Ändert sich der Winkel? Ich weiß ja nicht, wo das drauf trifft. Das ist Nein, das Problem. Nein, es ändert sich nicht. Man sieht ja auch nichts, wo das hinkt. Oder... Also die Kugel hat bestimmt eine Relevanz. Irgendwas muss man mit der Scheißkugel machen. Ich kann bis hier springen. Ja, aber wo komme ich nicht auf dich drauf, wenn du immer jetzt schon springst? Ja, du musst schon mitspringen, sonst geht das nicht. Oh, nein! Willst du mich verarschen, ey. Echt jetzt?
Kommst du jetzt hoch? Echt jetzt? Nee, ehrlich gesagt nein, weil ich komme hier so. Jetzt aber. Ja. Oh, wieso sagst du nicht, dass man das runter machen kann, ey? Ja, da bin ich doch die ganze Zeit deshalb das Pfeil, den Pfeil doch haben. Nein, nicht runter machen, dass man da durchspringen kann. Oh, ich wusste, aua, warum ich hier nicht weitergehen wollte. Hallo. Aua. Geh wieder zurück. Tschüss. Nein. Pontius, mach doch was. Ja, Pontius, genau. Du sollst was machen. Finde ich auch. Ich bin nicht Pontius. Bin ich Pontius? Ja, ich hab was gemacht. Tschüss. Oh, fuck. Ich geh dann wieder. So, wo bin ich denn? Da bin ich. Sterben? Nein. Kannst du das rüberziehen? Ich weiß zwar nicht genau, warum, aber... Ach so. Ah. Und wo kriegen wir das? Warte mal. Oder können die das machen? Kannst du noch ein Stück ziehen? Oder reicht das? Nein, ist maximal. Du musst sie hier hinstellen und warten. Ist das? Ich bin zwar dafür jetzt fast tot, aber die Idee war gut. Das ist nur zum Festhalten, nehme ich an. Oh, 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 oh. Okay. Runter können wir nicht. Was ist das denn? So geht's auch. Kein Thema. Mach mal auf die andere Seite. Oh, danke. Okay. So. Jetzt rüber und dann jetzt. Nein. Toll, das hast du ja super. Du verstehst das Problem. Alter, ich denke, wenn das aufleuchtet, dann haut der. Ist der blöd? Ja, aber der muss doch auf dieses hohe hauen und nicht auf das andere. Na, endlich. Machen die auch was hier? Ich komm da nicht hin. Ich komm ja nicht hin. Toll. Ach nee, jetzt hast du mich da runtergezogen. Das ist doch scheiße. Willst du mich jetzt veräppeln? Mach doch mal ein Ding da unten. Ey! Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Naja, aber zumindest haben wir es schon mal auf. Das Monster jagt uns nicht mehr. Hallo? Das Monster jagt uns nicht mehr. Weißt du, haut voll auf mich drauf. Ja, hab ich ja. Halte gedrückt. Ah, okay. Das heißt, wir müssen die Linsen einstellen, ja? Rechts kannst du noch öffnen und schließen. Ich weiß nicht, was das jetzt genau bedeutet. Kannst du mal da oben was vormachen, dann kann ich das schon mal einfrieren. Achso, das. Hä, geht nicht. Hä? Ah, jetzt. Okay, warte mal. Ich muss mal hier oben drauf noch. Kannst du hier auch noch... Nee. Das geht dann in die Mitte. So wie das jetzt eingestellt ist. Aha. Warte mal, das ist für den die Dings hier. Achso, warte mal. Jetzt habe ich den Sonnenstrahl woanders hingemacht, auf die Linse. Ach so, da muss das da durch nach rechts gehen. Jetzt haben wir schon mal das. Ah, guck mal. Ich hab's gemacht. Bin halt dreckig. Ja, hatte ich recht. Ich
habe eine Idee. Beim Astrolabium ist mir eingefallen, dass die Akademie in den Bergen einen Außenposten hat. Vielleicht kann uns dort jemand helfen. Helfen? Wie? Das Königreich liegt doch schon in Trümmern. Tja, das Königreich ist futsch. Aber es gibt dort eine Art Seherin. Sie hat die Akademie verlassen nach einem Streit über Bienenzucht. Doch Barbara ist wirklich richtig gut. Und nett, sie würde uns sicher helfen. Tja, klingt jedenfalls besser als gar nichts. Dann ist unser nächster Schritt, das Astralobservatorium zu finden. Wässrige Wege. Endlich konnten die Helden die Schmugglertunnel verlassen und fanden sich in einer Art Höhle wieder. Sie mussten vorsichtig sein, da es in diesen Tunneln von Mitgliedern der Rattenbande nur so wimmelte. Den niederträchtigen Schurken, die sich vorgenommen hatten, Sawyers Gilde der Unternehmer auszustechen. Ich würde gerne anmerken, dass sich niemand in meiner Gilde als niederträchtig ansieht. Wir sind eher antagonistisch. Ja, und mit diesen super tollen Worten würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.